Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und zwar soll es diesmal um eins meiner allerliebsten Themen gehen, und zwar Märchenadaption. Wenn ihr mich schon länger verfolgt, besonders auf Instagram, dann wisst ihr, dass ich ein absoluter Märchenfan bin. Auch schon auf meinem Blog damals vor, keine Ahnung, 4 Jahren habe ich einen ganzen Post darüber gemacht, welche Märchenadaptionen ich total feiere. Und genau das machen wir heute auch, nur eben im Videoformat. Eine Zuschauerin hatte mich da nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass ich das noch nie gemacht habe. Irgendwie ist das voll an mir vorbeigegangen, dass ich ja mal ein Video zur Märchenadaption machen könnte. Ich hoffe, es interessiert überhaupt irgendwen von euch. Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer liebstes Märchen ist und ob ihr gerne Märchenadaptionen lest. Weil es gibt ja viele Leute, die Märchenadaptionen nicht so feiern, weil sie Angst haben, dass sie ihnen das Originalmärchen versauen. Aber ich muss sagen, ich liebe Märchenadaptionen und lese sie immer total gerne. Besonders die Schöne und das Biest Märchenadaption. Und es sind auch einige dabei, aber dazu kommen wir gleich. Das erste ist nämlich auch direkt eine Die Schöne und das Biest Märchenadaption. Und zwar diese hier, Räuberherz von Juliana Grohe. Und ich denke mal, man sieht schon, warum man das Buch allein lieben kann. Und zwar ist das dieses wunderschöne Cover. Also bitte, wenn ihr dieses Cover nicht schön findet, erstmal diese Metallapplikation, also dass das hier so schimmert. Dann das Mädel da drauf ist mega hübsch, auch mit den Sommersprossen. Und ich finde, es sieht einfach so, so hübsch aus. Also ich habe es mir damals auch wegen des Covers gekauft und weil ich Juliana Grohe eigentlich sehr gerne mag. Und ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig cool. Es ist nämlich mal so ein bisschen was anderes. Also auch hier wird unsere Protagonistin entführt. Die Schöne und das Biest mäßig halt. Allerdings muss sie die Hausarbeit erledigen und ihr Entführer schleppt irgendwie einen Vibe nach dem anderen an. Und sie fragt sich so, was mache ich hier eigentlich? Und gleichzeitig darf sie in bestimmte Bereiche des Schlosses nicht, ne? Man kennt es ja. Und dann stößt sie so auf Geheimnisse und alles. Und es wird sehr, sehr, sehr cool. Und was ich daran liebe, ist, dass es ein bisschen unkonventionell ist. Es ist also nicht so ganz so wie das Märchen, sondern so ein bisschen cooler und ein bisschen anders. Und das mag ich ja immer sehr gerne. Ich mag auch Juliana Grohes Schreibstil sehr gerne. Und allein dieses Cover ist für mich schon der Kaufgrund schlechthin. Allgemein Drachenmond Verlag ist ja immer sehr für seine schönen Cover bekannt. Und das Buch habe ich super schnell durchgelesen. Ich fand es super interessant, super cool. Und es sind ja auch immer so, am Kapitelanfang sind immer so schöne Ornamente. Und ich weiß gar nicht, ob hier auch Bilder drin sind. Meistens sind hier auch immer Bilder drin, aber ich sehe jetzt keins. Aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Eine sehr schöne Märchenadaption, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Eigentlich sollte das hier auch ein Top-5-Video werden, aber ich habe es leider nicht geschafft. Deswegen ist es ein Top-10-Video geworden. Und ja, machen wir weiter mit Die vierte Braut, ebenfalls von Juliana Grohe. Und das Buch habe ich auch als erstes gelesen. Und weil ich das so gut fand, habe ich mir dann auch direkt eben Räuberherz zugelegt und gedacht, okay, wenn ich das schon mochte, dann werde ich das andere wohl auch mögen. Und so war es ja auch. Ich würde sagen, Die vierte Braut ist ja, so ein bisschen eine Cinderella-Adaption, aber nicht so zu 100%. Aber ich habe es jetzt schon mal mit reingenommen, weil es hat auf jeden Fall ein märchenhaftes Flair. Für alle Selection-Fans ist Die vierte Braut auf jeden Fall eine große Empfehlung. Die vierte Braut wird ja auch eher selten gezeigt, habe ich das Gefühl. Also ich sehe es zumindest nicht so häufig, aber kann ich auf jeden Fall auch echt nur empfehlen. Das Buch war super cool. Es war so ein bisschen mehr auf. Es waren ja halt mehrere Männer dabei, deswegen ist es nicht ganz so Bachelor-mäßig gewesen, aber How to Catch a Millionaire oder wie das hieß. Ich glaube, so hieß es. Also so ähnlich ist das auf jeden Fall. Und halt mit so ein paar Cinderella, Vibes dabei. Deswegen war das super, super cool und interessant. Und ich finde, das Cover schreit auch schon so Märchen. Deswegen, ja, also Julian Grohes Märchenadaptionen sind auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und ich glaube, da ist auch ein neues erschienen. Was ich damals auch unbedingt haben wollte, aber das hat irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre oder so gedauert, bis das erschienen ist. Aber das müsste ich mir auf jeden Fall auch bald mal zulegen. So, weiter geht's mit einer anderen Cinderella-Märchenadaption. Ich dachte mir so, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir auch dabei bleiben. Und zwar ist das Aschenkindel. Ich habe das Buch auch irgendwo hier zu Hause, aber ja, gleiche Problematik wie auch sonst teilweise. Ich stelle meine Bücher ja doppelt, weil ich keinen Platz habe und irgendwo dahinter ist es. Ich finde es nicht. Also shame on me. Aber Aschenkindel von Hello Summer habe ich auch sehr, sehr gerne gelesen. Ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her, deswegen kann ich mich da inhaltlich an gar nichts erinnern. Dadurch, dass ich das Buch jetzt auch gar nicht hier habe, kann ich jetzt auch leider gerade nicht nachgucken. Aber ich weiß, dass das Buch eine mega coole Cinderella-Adaption war und ich es damals sehr, sehr gerne gelesen habe. Ich habe es auch in meinem Blogartikel von damals, den kann ich auch unten mal verlinken, wiedergefunden und mir so gedacht, ach ja, das mochtest du ja echt ganz gerne. Da ist wohl jetzt auch ein zweiter Teil erschienen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Vielleicht sollte ich den auch nochmal lesen, aber da muss ich den ersten Teil auf jeden Fall nochmal lesen. Es war auf jeden Fall so eine eher
andere und lustigere Cinderella-Adaptionen. Deswegen fand ich das so ganz cool und ja, fand, dass ich das auf jeden Fall mit reinnehmen sollte, auch wenn ich mich da an literally nichts mehr erinnern kann. Außer, dass ich es empfehlenswert fand, also immerhin etwas. Weiter geht's mit einer Reihe, die in einem solchen Video auf jeden Fall auf gar keinen Fall fehlen darf. Und zwar ist das die Märchenwald-Reihe von Nina McKay. Den vierten Band habe ich noch nicht, aber 1 bis 3 habe ich und sind auch alle gelesen. Und das ist einfach eine so krass humorvolle Reihe. Also ich liebe die Bücher von Nina McKay, weil sie einfach so witzig geschrieben sind. Also hier wird der Märchenwald und alle Märchenfiguren mal so ein bisschen hops genommen. Also ich denke mal, man sieht es schon an Rotkäppchen und der Hipsterwolf. Also der Titel sagt's. Dann haben wir hier einmal Rapunzel und die Genmaisbewegung. Und wir haben hier Aschenputtel und die Erbsenphobie. Also ich denke mal, an den Titeln merkt man schon, dass es mehr so auf humorvoll ausgerichtet ist und nicht so ernst. Und das finde ich auch mega cool. Also ich habe die Reihe super, super geliebt. Einfach weil die so cool geschrieben waren, so lustig. Also man hat wirklich die Reihe gelesen und musste sich die ganze Zeit zum Lachen verkneifen. Und deswegen, ja, finde ich die super cool. Der erste Teil ist auf jeden Fall der hier. Also Rotkäppchen und der Hipsterwolf. Also wenn ihr mit der Reihe anfangen wollt, dann auf jeden Fall so. Die sind auch aus dem Drachenmund Verlag. Also da. Im Drachenmond Verlag findet man immer super Märchenadoptionen. Und ja, also die kann ich für alle empfehlen, die auf der Suche sind nach einer richtig humorvollen Reihe, weil da ist die auf jeden Fall sau, sau empfehlenswert. Weiter geht es mit einer etwas ernsteren Märchenadoption, weil sie nämlich von einer Autorin ist, die immer sehr gesellschaftskritisch schreibt und das auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Und das ist The Surface Breaks von Louise Anile. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das mittlerweile auf Deutsch erschienen ist. Ich habe es nämlich schon etwas länger, also vielleicht ist es mittlerweile auf Deutsch erhältlich. Damals, als ich es gekauft habe, war das es nämlich noch nicht. Und erstmal müssen wir uns einen Moment nehmen, und zwar für dieses Cover. Dafür komme ich auch gerne näher ran. Und zwar ist es nicht so pretty. Das ist das allerschönste Cover und das ich im ganzen Regal habe. Ich liebe dieses Buch allein optisch. Ich muss auch sagen, ich habe mir damals extra die Hardcover-Edition gekauft, weil ich die einfach so wunderschön finde. Das Buch ist relativ dünn, aber sieht so wunderschön aus. Und ich persönlich liebe die Bücher von Louise O'Neill. Viele werden es bestimmt von dem Buch kennen. Oh mein Gott, ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Asking for It. Das ist nämlich auch auf Deutsch übersetzt, aber ich weiß gerade nicht, wie der Titel auf Deutsch ist. Ich kann es euch mal auf jeden Fall in die Infobox schreiben. Auf jeden Fall ist das eine Geschichte, die sehr, sehr krass ist und auch hier in The Surface Breaks wird es ein bisschen, es ist so eine feministische Wiederaufarbeitung von dem Märchen und es ist super interessant gemacht. Es ist nämlich teilweise, fragst du dich so, was ist mit der Protagonistin los? Und dann kommt eine Wendung nach der anderen und es ist einfach cool gemacht. Also mehr kann ich dazu gar nicht sagen, außer dass es das Märchen so ein bisschen hinterfragt, auch die Rollenbilder und dass es einfach dadurch super interessant ist und super empfehlenswert. Das Buch hat nämlich wirklich nicht nur eine schöne Optik, sondern ist auch so sehr empfehlenswert. Allgemein die Bücher von Louise O'Neill kann ich echt nur empfehlen. Ich habe super viele von ihr gelesen und fand die alle großartig. So, das nächste ist mal wieder eine Märchenadaption von Cinderella. Das ist auch ein sehr, sehr häufig gewähltes Märchen, aber das ist Geekerella und Geekerella ist einfach so, so cool gemacht. Offensichtlich ist es eine kleine Nerd-Adaption von Cinderella und das mochte ich einfach super gerne daran. Ich finde alleine schon das Cover sieht super, super cool aus und hier geht es eben um eine Cosplay-Convention, auf der unsere liebe Protagonistin ist, die eigentlich erschüchtern ist, aber da so richtig aus sich rauskommt und um einen sehr berühmten Schauspieler. Die beiden texten miteinander, aber wissen nicht, wer der jeweils andere ist und sie mag diesen Schauspieler eigentlich überhaupt gar nicht, weil er ihre Lieblingsreihe zerstört. Aber dann lernen die beiden ein bisschen mehr über sich kennen. Es ist grundsätzlich relativ ähnlich wie Cinder und Ella. Ich hätte auch Cinder und Ella mit reinnehmen können. Aber ich muss sagen, Geekerella ist mein Favorite. Also ich mag die Reihe ein bisschen lieber. Die Reihe sage ich schon, das Buch. Aber da gibt es auch noch eine Fortsetzung zu. Und ja, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Super schönes Cover, super schöner Inhalt. Habe ich unheimlich gerne gelesen und war, meine ich, sogar auch bei meinem Lieblingsbüchervideo dabei, was ich Anfang von BookTube gemacht habe. Da würde es jetzt nicht mehr reinkommen, aber es ist trotzdem immer noch ein sehr, sehr, sehr cooles Buch. Wir machen weiter mit einer Autorin, die ich absolut liebe und die absolut underrated ist. Und zwar sind das die Bücher von Alex Flynn. Ich habe auch noch viele, viele mehr, aber ich habe mich jetzt einfach auf 2 beschränkt. Vor allem auch auf 2, die auf Deutsch übersetzt worden sind, weil die meisten Bücher von Alex Flynn wurden einfach nicht mehr übersetzt. Die habe ich aber auch alle zu Hause. Also sie hat,
literally eigentlich jedes Märchen, also nicht jedes, aber die bekannten Märchen hat sie schon adaptiert. Und hier haben wir einmal Die Schöne und das Biest und hier haben wir einmal Cinderella. Das hier ist mein Favorite, also ich liebe Magical, das ist eins meiner absoluten Herzensbücher. Einfach, weil ich schon so häufig gelesen habe und das ist auch eins der Bücher, wo ich sage, die habe ich 10-mal gelesen und es ist halt die Realität, ich übertreibe nicht, ich habe es wirklich so oft gelesen. Einfach, weil ich das so, so sehr, sehr liebe. Ich liebe einfach die Cinderella-Adaption da drin. Ich finde, es ist mal cool gemacht, weil man die Perspektive der Stiefschwester einnimmt und nicht die von Cinderella. Und mal so ein bisschen auch den Eindruck darin bekommt, dass Cinderella vielleicht auch nicht die liebste Person auf dieser Welt ist. Und ja, es ist super cool gemacht. Ich lieb's. Alex Flynn macht immer so ein bisschen andere Märchenadaptionen, würde ich mal sagen. Also so ein bisschen specialiger. Beastly kennt bestimmt viele von der Verfilmung. Also Beastly wurde ja auch verfilmt mit relativ bekannten Schauspielern. Den Film mag ich tatsächlich nicht so gerne, vor allem weil halt vieles abgewandelt worden ist. Also das Beast in Beastly, dem Film zum Beispiel, hat so Tattoos und alles und hier ist es halt ein Beast, also ein bisschen krasser. Ja, und deswegen mag ich das auch lieber. Ich mag auch einfach, wie das umgesetzt ist. Es geht mir jedes Mal unheimlich ans Herz und ich fühle immer unheimlich mit, wenn ich das lese. Ich finde, es ist wirklich eine großartige Märchenadaption, total, total schön gemacht. Man kann sich wirklich gut mit den Protagonisten irgendwie, also man kann sich da gut hineinversetzen, man kann da gut mitfühlen. Das ist mir immer sehr wichtig. Und ich fand es halt einfach super interessant, genauso wie bei Magical. Und ich liebe Alex Flynn. Ich verstehe nicht, warum Alex Flynn nicht gehypt wird und warum niemand ihre Bücher liest und warum die Bücher nicht mehr übersetzt werden, weil das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass die Bücher auf dem deutschen Markt nicht so gut angekommen sind. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich liebe, liebe, liebe ihre Bücher und kann die nur empfehlen. So, weiter geht's mit den ganzen Die Schöne und das Biest Märchen-Adaptionen. Und zwar Ein Fluch so ewig und kalt. Das Buch habe ich jetzt schon so etliche Male in die Kamera gehalten, dass ich dazu nicht mehr viel sagen werde. Ich glaube, ihr habt mittlerweile gecheckt, dass ich dieses Buch liebe, dass ich dieses Buch allen empfehlen kann und dass ich dieses Buch toll finde. Es war auf jeden Fall auch in meinen Top 5 Fantasy-Bücher-Videos mit dabei, deswegen verlinke ich euch das unten, dann könnt ihr da vorbeischauen. Da erzähle ich ein bisschen mehr, auf jeden Fall, obviously, Schön und das Biest-Märchen-Adaption, aber mit Paralleluniversen und mega cool gemacht und total, total tollen Charakteren. Deswegen liebe ich es absolut und kann Ein Fluch so ewig und kalt nur empfehlen, nicht nur als Märchenadaption, aber als insgesamt großartiges Buch. Also es war ja auch bei meinen Halbjahresfavoriten dabei, es wird auch bei meinen Jahresfavoriten dabei sein, das kann ich jetzt schon sagen. Und große, große Empfehlung für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Das Buch ist großartig, das Buch solltet ihr lesen, es ist einfach toll. Genauso quick werde ich das jetzt einmal mit einem anderen Buch machen, das ich auch schon in meinem Top 5 Fantasy Bücher Video gezeigt habe. Und zwar Das Reich der Sieben Höfe. Auch das ist eine Die Schöne und das Biest Fantasy Adaption, was man vielleicht öfter mal vergisst, weil es, ich finde, nicht so obvious ist, aber es ist trotzdem, es enthält viele Elemente davon. Deswegen kommt es auf jeden Fall mit rein. Und auch das hier ist super cool umgesetzt. Ich finde es eine richtig coole Märchenadaption, allgemein ein richtig cooles Fantasy-Buch. Deswegen war es ja auch bei meinen Top 5 Fantasy-Video mit dabei. Ich kann es euch nur empfehlen, ich werde nicht viel mehr dazu sagen, weil auch das Buch habe ich schon etliche Male vorgestellt und auch 1000 andere Book-Blogger haben das schon 1000 Mal vorgestellt. Deswegen, ja, halten wir uns da kurz und sagen einfach, es ist eine super Empfehlung und das Buch sollte man bzw. die Reihe unbedingt gelesen haben. So, last but not least habe ich mir die Märchenadaptionsreihe schlechthin aufbewahrt. Die Sci-Fi-Märchenadaption, die ich so sehr liebe, die ich durchgesuchtet habe, die ich jedem empfehlen kann und die bestimmt auch schon viele gelesen haben und alle, die sie noch nicht gelesen haben, sollten sie lesen. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, von welcher Reihe ich spreche. Vielleicht seid ihr drauf gekommen. Es sind die Luna-Chroniken. Ich habe jetzt hier einmal den ersten Teil und zwar Wie Mond so Silber von Marissa Major. Die Reihe ist so toll. Die Luna-Chroniken sind großartig gemacht, wirklich. Ich liebe diese Science-Fiction-Elemente. Ich liebe es, dass in jedem Band ein neuer Charakter dazukommt. Ein neuer Charakter, der eben an einen Märchencharakter angelehnt ist. Ich liebe, dass diese ganzen Märchencharaktere dann zusammen agieren und dass sich da so eine richtig coole Geschichte draus entwickelt. Es ist einfach für mich die perfekte Kombination. Es sind Märchen, es ist Sci-Fi, es ist einfach großartig. Diese Reihe ist so fesselnd, die Reihe macht süchtig. Man will gar nicht aufhören, sie zu lesen. Ich glaube, viele von euch kennen die Reihe. Viele von euch haben sie bestimmt auch schon gelesen. Aber wer sie noch nicht gelesen hat, es lohnt sich nicht nur für die wunderschönen Cover, es lohnt sich auch für den großartigen Inhalt.
Das letzte Buch aus der Reihe hat, glaube ich, fast 800 Seiten oder über 800 Seiten und das hat man so schnell durchgelesen, weil es einfach so interessant ist und man es gar nicht weglegen möchte. Also kann ich wirklich absolut nur empfehlen. Ich habe die Reihe absolut geliebt und ja, es ist einfach eine tolle Reihe, die mir immer an meinem Herzen liegen wird. So, und damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war ja jetzt kein sonderlich kurzes Video. Ich habe euch ja jetzt auch unheimlich viele Märchenadaptionen vorgestellt. Wirklich, ich liebe Märchenadaptionen. Ich denke, ihr habt es gemerkt. Ich habe euch auch wirklich nur Bücher vorgestellt, die ich auch richtig toll fand. Und ja, ich hoffe, vielleicht habt ihr noch die eine oder andere Empfehlung. Dann könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen Märchenadaptionen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!